Herzlich willkommen bei Meistens Anders. Wir stehen noch vor der Feste Rotmähne. Denn da endeten wir das letzte Mal, weil wir die Vermutung haben, dass es gleich zu einem etwas längeren Kampf kommen könnte. Wir, du. Ja, ich meine ja auch Meistens Anders und Maika Branders. Bleib zurück. Heute spiele ich. So, weiter geht's. So. Was müssen wir denn machen? Hört auf, Andrian und Evely zu. Ich habe gerade erfahren, dass die erwachende Flamme eingetroffen ist. Und sie hat Portalmagier in ihren Reihen. Evely, bringt die Ambitionen ins Wachhaus. Ich werde sie beschützen. Bleibt hier und verteidigt den Innenhof. Okay. Ich habe keine Angst vor euch. Oh, ey. Hä? Was denn? Na, der hat jetzt gerade das Kronding aufgemacht, obwohl ich hier kämpfe. Das ist hier mit diesem Kopf. Die Katze hat sich gerade hier auf eine Kiste vor mich hingesetzt. Die Feinde sind bereit. Führt den Gegner in unsere Schutzbahn. Oh, was ist denn das für ein Vieh? Wie ist nämlich aus, als eine F-Taste erwischt hat. Das ist mitten im Kampf, ne? Die werden ja immer kurz. Der hat ja ganz schön drauf. Was ist das für einer? Das ist eher aus so einem hier... Großaktor. Aus den Totenländern? Ja, die kommen alle aus den Totenländern, glaube ich. Haltet den Hofleutnant! Söldner, seht nach den Ambitionen! Wo ist denn der? Ja, hier vorne drüben, irgendwo. Hier drüben steht er. Achso. Gerade eben hoch. Du hier im Gras? Gerade eben hoch, nach da oben, jetzt steht er hier unten. Runtergehüpft. Ey, ey, hallo. Schön locker. Moin. Portale. Wie wir befürchtet hatten. Wenigstens können sie so keine überwältigende Streitmacht herbeischaffen. Überprüft das Wachhaus. Sorgt dafür, dass Evely und die Ambitionen sicher sind. Seid ihr euch sicher, dass ihr mich hier nicht braucht? Jawohl. Mit den zusätzlichen Brigadisten, die der Leutnant uns gebracht hat, können wir den Innenhof halten. Es sind die Ambitionen, die mir jetzt Sorgen machen. Geht ins Wachhaus und bleibt bei ihnen. Es könnten jederzeit Gegner aus Portalen kommen. Was ist mit den Bereichen außerhalb der Feste? Meine Späher sagen mir, wir haben die Tore rechtzeitig geschlossen. Offenbar hat die erwachende Flamme Magie eingesetzt, um ihren Vormarsch zu verschleiern. Die Schwarzflossenlegion hält sie zurück. Doch ihr solltet dafür Sorge tragen, dass die Ambitionen in Sicherheit sind. Also, nach jeder Frage sagt er immer Ambitionen, Sicherheit. Ja. Und deswegen machen wir weiter so. Was ist mit euch? Ich muss sicherstellen, dass wir die Zinnen halten. Kümmert euch um die anderen Portale, die sich öffnen. Und seht nach, welche Unterstützung wir Keshu und ihren Legionären bieten können. Nun geht's, Söldner. Ich habe drinnen noch mehr Kampfgeräusche gehört. Ciao. Okay. Dann werden wir einfach mal reingehen, ne? Wo müssen wir denn dafür hin? Hier, durchs Tor? Ne, hier vorne zeigt er doch an. Ach nee, ach. Mann. Bei mir kommt ja alles durcheinander. Selbst die Quests waren jetzt durcheinander. Du läufst gerade in die falsche Richtung. Echt? Bin ich jetzt rausgegangen? Ja. Aber der hat mich gerade hier lang gewiesen. Scheiterhaufen der Ambitionen. Ja, ich habe das falsche Quest. Ja, das hast du schon gesagt. Ich wollte dir bloß sagen, welches Quest du brauchst. Sicher. Der Scheiterhaufen. Siehst du? Da ist es doch. Und der zeigt trotzdem hier vorne lang. Aber optional spricht mit dem Hauptmann. Das hat man ja gerade gemacht. Moment, ist ja normal. Sagt euch alles normal. Oh gut, ihr seid hier. Ein wenig Hilfe bitte? Ach. Ich hoffe, ich drücke nicht wieder eine falsche Taste. Komm her, Dicker. Kämpf mit, los. Hast du heute ein Tastenproblem? Irgendwie schon. Dabei habe ich gar keinen Alkohol getrunken. Ich hatte es vor, aber noch nicht gemacht. Hätte ich es normal. Wo sind wir denn jetzt? Hier haben wir noch Gegner? Ja, drüben und drüben. Ich
anderen Seite war auch noch so ein Dicker. Was bist du denn für einer? Okrim. Oh, da hast du schon gesehen, dann kommt Pfeilhagel von oben direkt in den Bauch. Waren das jetzt alle? Oben noch? Kämpft hier noch jemand? Irgendwo sind noch Kampfgeräusche, ne? Ja, hier oben. Wie nach. An die Waffen! Ja, komm, geh drauf hier. Weg mit dir. Hinten. Achso, ich könnte ja auch mal was essen. Fällt mir gerade ein. Ich glaube, das könnte ich auch. Mitten im Kampf, ich denke es auch. Obwohl, nee, ich habe noch 26 Minuten. Ich nicht. Sie sind nach Westen gerannt. Findet die Ambitionen. Bei mir soll ich jetzt hier raus. Hast du was gegessen? Hast du dich geschnitten? Okay, du isst beim Laufen. Es muss schnell gehen. Es eilt, ja. Wir haben keine Zeit mit einem Kampf. Er hat Frühstück vergessen, also jetzt noch schnell während des Kampfes zwischendurch. Eine Stelltreppe. Eine Suppe reinschieben. Das war Bräuler. Bräuler auf dem Teller. Was machst denn du hier? Erstichst du den? Er ist doch schon tot. Schnell, schnell, schnell. Wo seid ihr, Ambition? Er ist tot. Ihr seid Gegner. Und du findest Bananen. Ja. Um sie einfach mal unkommentiert hier zu lassen. Du hast wirklich Hunger, ne? Naja. Du hast alles an Essen mit. Hallo. Tschüss. Weiter geht's. Der ist schon tot. Hinten ist nichts. Jetzt hier lang. Da ist was. Hier ist jemand. Ja, ist Evelyn, oder? Ach, die ist gerade hier aufgetaucht, ja. Hallo, Evelyn. Du bist auch überall, hä? So, ich bin einem Haufen Daedra über den Weg gelaufen. Aber keinen Ambitionen. Sombren versucht wohl Vandasias Truppen einen Schritt voraus zu bleiben. Teilen wir uns auf. Ihr seht im inneren Burghof nach. Ich gehe zurück und stelle sicher, dass wir hier drinnen niemanden übersehen haben. Woher kamen denn diese Daedra, gegen die ihr gekämpft habt, als ich dazu kam? Portale haben sich um uns herum geöffnet und Daedra sind ohne Warnung daraus hervorgeströmt. Sombren schnappte sich Kalia und Destron. Dann hat er sich einen Weg aus dem Kampf freigesprengt. Als ihr eintraf, taten meine Vettern und ich unser Möglichstes, um ihre Flucht zu decken. Ohne Warnung herausgeströmt, was hätten die rufen sollen? Tata, das sind wir! Achtung, wir kommen! Weil Tata, Vorsicht! Daedra! Weil Tata, da sind wir, wäre ja auch, dann wären sie ja schon da. Tata, hier kommen wir! So eher. Achtung, in 5 Minuten sind wir da. Wir kommen jetzt raus. 1, 2, 3, versteckt euch. 1, 2, 3, 4, Eckstein, alles muss versteckt sein. Wo wollten die Ambitionen hin? Ich bin mir nicht sicher, aber sie sind nach Westen gelaufen. Der innere Burghof liegt in dieser Richtung. Es würde mich nicht überraschen, wenn Sombren vorhat, in Bewegung zu bleiben. Vandasia dürfte Schwierigkeiten haben, die Ambitionen zu finden, wenn sie sich nirgendwo länger aufhalten. Und dasselbe gilt für uns. Das ist ungünstig. Okay. Aber jetzt nochmal zu dem Gespräch eben, wenn man mal so überlegt, ne? Die sagt uns was. Und wir beide unterhalten uns gerade mal über die Art und Weise, wie sie uns mit uns spricht. Wir sind hier mitten in einem Kampfgefecht, wir suchen die und wir machen uns gerade drüber lustig. Jemand soll ja auch Spaß bei der Arbeit haben. Ja, stimmt. Auf geht's. Weiter Spaß haben. Oh. Kann man die Bienenhände sogar mitnehmen? Erst spring ich vor der Tür hoch und schieß dann mit Pfeilen durch. Du blöde Tür. Rums, jetzt kriegst du auf. Einer. Sind sie doch schon, was haben die denn? Hier drüben, Söldner. Vandasias Truppen. Sie sind überall. Sommer, da oben. Ich spüre noch mehr von ihnen. Sie kommen. Ihr ein lustiges Bild. Unter den Schild. Ui. Was kommt denn da? Rekrute erwachenden Flamme. Ich muss raus zum Schießen oder? Ach, der muss. Das ist ein Schutzschild. Da kann ich auch nicht rausschießen. Ich muss rausgehen. Ja, man muss rausgehen, um anzugreifen. Ist ja fies. Man muss wieder reingehen, falls die reingehen.
Ey, was soll das? Wo ist denn noch einer? Hier hinten. Ja, der ist durchgelaufen. Und der war clever. Na? Zeit zum Gehen! Bleib dicht bei mir! Warum? Und du machst es auch noch. Ah, ich laufe direkt vor der Frau. Geht das wieder los hier? Ihr alle, unter den Schild! Kommt hier keiner? Ach, hier drüben ist einer. Ich warte hier vor dem Portal, dass einer rauskommt. Wann sind wir Wächter, ne? Ich kämpfe gegen die. Der stand vor ihm, da kam keiner raus. Die haben jetzt überlegt, ob sie sich ankündigen. Ja, das kann durchaus sein. Los! Das müssen wir noch Befehle von dem entgegennehmen, oder was? Sombrun, ihr zögert das Unausweichliche nur heraus. Ihr Monster! Euretwegen sind unsere Eltern tot! Sie wurden von Merunes Dagon auserwählt und weit jenseits ihres Standes belohnt. Ich werde euch töten, Vanassia! Wen soll ich zuerst opfern? Vielleicht die Lass Schwester? Lasst Talia in Ruhe, ihr Bastard! Das dran! Ihr seid eine Ambition. Lasst mich euch helfen, euren Daseinszweck zu erfüllen. Fürst Dagon, ich gebe euch die Macht dieser Ambition zurück. Verschmelzt die Ebenen und wandelt unter uns. Der Himmel und Merunes Dagon! Oh je. Wie kann er hier sein? Das sind meine Gegner. Wie leicht ich sie zerschmettern werde. Oh je. Schnell! Die Welten verschmelzen, Sombren. Es gibt kein Entrinnen. Wenn ihr es leid seid zu fliehen, dann warte ich im Innenhof. Und das Ganze nochmal. Oh je. Wäre es jetzt sinnvoll, einfach zu gehen? Aber das bringt auch nicht viel, ne? Wenn der jetzt die ganze Welt zerstören oder einnehmen will oder sonst was machen. Was ist denn hier drin los? Ach, die kümmert sich. Nicht so entfesseln! Ihr könntet die Kontrolle verlieren! Was spielt es für eine Rolle? Ihr habt gesehen, was er Destron angetan hat. Er wird uns das Gleiche antun. Gebrochene Äste, was ist hier geschehen? Vandasia hat Destron geopfert und es Merunes Dagon ermöglicht, uns in seine Ebene zu verschleppen. Evely, ich brauche das Buch, das ihr bei euch führt. Ihr wisst davon? Es ist ein Teil von Dagon, genau wie Kalia und ich. Ich spürte es, als ich euch traf. Ich glaube, ich kann Vandasia damit schwächen und seine Chance im Kampf gegen ihn verschaffen. In Ordnung. Was werdet ihr damit machen? Den Kampf zu Vandasia im Innenhof tragen. Damit wird er nicht rechnen. Bis dahin brauche ich Zeit, um mich vorzubereiten. Wir kämpfen gegen einen dädrischen Priester? Wie? Beschäftigt ihn einfach. Mithilfe dieses Buchs kümmere ich mich dann um den Rest. Alles klar, wir müssen Sombrin etwas Zeit erkaufen. Auf in den Innenhof! Es ist gerade viel zu sprechen. Ja, mit wem willst du zuerst reden? Wir fangen mal mit Sombrin an, wir sehen, was er vorhat. Er liest ja gerade zwischen Klammerstürmen. Ja. Destrons Tod darf nicht umsonst gewesen sein. Mit diesem Buch glaube ich, dass ich uns helfen kann, Vandasia zu vernichten und die Ebenen wieder zu trennen. Ihr meintet schon, als wir euch fanden, hättet ihr gewusst, dass Evely dieses Buch hat, wie? Ich kann nicht erklären, wie es ist, eine Ambition zu sein. Ich weiß es selbst nicht wirklich. Doch ich kann Dinge spüren, die mir ähneln. Die ebenso von Dagon befleckt wurden wie ich. Dieses Buch stinkt geradezu danach. Ich glaube, es ist das Mysterium Xarxes. Ja, zum Glück wurde ich nicht befleckt. Die Dremora, die uns geholfen hat. Lyrant. So nannte sie es. Xynas Kontrakte erwähnten es. Die darin beschriebenen Riten haben es Vandasia erlaubt, uns mit einem Teil von Dagons Energie zu erfüllen. Ich glaube, dass er sich dabei selbst etwas davon aneignete und deshalb so mächtig ist. Ich will versuchen, ihm diese Energie wieder zu entreißen.
Wird uns das helfen, ihn zu besiegen und die feste Rotmähne nach Dunkelforst zurückzubringen? Ich bin mir nicht sicher, ob wir Dunkelforst überhaupt verlassen haben. Die zwei Reiche sind einfach um die Feste herum verschmolzen. Wir könnten in Nirn sein. Oder in den Totenländern. Oder irgendwo dazwischen. Wenn ich Vandasia schwächen kann und ihr ihn vernichtet, könnte dies die Verbindung trennen und uns befreien. Dann tut, was ihr könnt, Sombren. Wir werden bereit sein. Wir werden bereit sein. Wir werden bereit sein. Jetzt ist Evelie dran. Evelie. Ich fasse es nicht, dass wir Destron verloren haben. Ich hätte da sein sollen. Vielleicht hätten wir ihn zusammen retten können. Nein, das hättest du nicht geschafft, was soll ich sagen? Vandasia lockte Destron aus seiner Deckung, indem er Kaya bedrohte. Wir konnten ihn nicht aufhalten. Ja, ich hätte wohl das Gleiche getan, wenn jemand meinen Bruder bedroht hätte. Habt ihr den Himmel draußen gesehen? Eine Ambition hat Vandasia genug Kraft verliehen, um die ganze Feste mit den Totenländern zu verschmelzen. Wozu wäre er wohl imstande, wenn er noch eine oder gar zwei Ambitionen mehr hätte? Ja, noch zu viel mehr. Zu einer totalen Zerstörung. Sombren meint, er kann euer Buch verwenden, um uns dabei zu helfen, Vandasia zu besiegen. Genau. Sollte es uns Sorgen machen, dass er das Buch lesen kann, während es nur Kauderwelsch für mich war? Vielleicht war der einzige Grund, warum ich es gefunden und die ganze Zeit dabei hatte, der, dass ich es jetzt Sombren geben konnte. Vielleicht soll er damit Dagon aufhalten. Ich hoffe, dass das stimmt. Sind wir mal gute Hoffnung. So, jetzt sprechen wir noch mit Kalia. Die ist wahrscheinlich total besorgt. Kann ich aber verstehen. Ja. Ich kann es nicht fassen. Er hat meinen Bruder getötet. Er hat Destron ermordet. Hört zu, opfert mich. Lasst Sombren meine Energie aufnehmen. Dann könnt ihr Vandasia töten und die Feste retten. Im Fall eures Todes würde eure Energie einfach zu Meronis Dagon zurückkehren. Das können wir nicht zulassen. Niemals. Aber mein Bruder und meine Eltern. Vandasia muss für all das büßen. Ihr hättet uns beschützen sollen. Ihr hättet Destron retten sollen. Na doch, jetzt macht's uns vor. Hättest du doch selber mal was gemacht. Das sind Emotionen. Ach so nennt man das. Sie ist völlig überwältigt von der aktuellen Situation. Gerade eben den Bruder verloren. Ja. Vandasia hat mich überrascht. Er war zu mächtig. Deshalb müssen wir Sombren die Zeit geben, das Buch einzusetzen. Dann lasst mich euch helfen. Sombren hat mich zurückgehalten. Es kümmert mich nicht, ob ich die Beherrschung verliere, wenn ich nur Vandasia mit in den Tod reiße. Sucht ihn. Beschäftigt ihn. Ich sorge dafür, dass er für Destron bezahlt. Ich werde Vandasia finden und euch und Sombren die Zeit geben, die ihr braucht. Ja, das machen wir. Genau. Oder ich, oder was auch immer. Wir gehen einfach weiter. Dann kann ich ja hier bleiben und mit Buch lesen. Das kannst du machen, wenn du das willst. Du schaffst es ja alleine. Machen wir schon, ne? Geh mal hin, ja. Evelie, du kommst ja mit, oder? Bist du dabei? Ja, Evelie kommt mit. Ja, die kommt überall mit hin. Die kommt überall mit hin und ist dann auch immer plötzlich da. Oh, was ist denn hier in den Schränken drin? Das ist ein Gegner. In den Schränken? Die Schränke. Den Gegner neben mir. Der Stein zerbröselt allein durch meine Gegenwart. Erreicht den Innenhof. Und der ist? Aber wir müssen hinten durch. In die Richtung weiter, ne? So rum. Die Bruderschaft entsendet Grüße. Bewegung, es gibt hier immer noch Kultistenblut zu vergießen. War das der Assassine? War das jetzt unser Freund Assassine? Das scheint so. Ich hab ihn einfach angegriffen. Ich auch. Zum Glück konnte man dem nicht wehtun. Lea, wenn Brigadist und ja, noch ein Rabaukin, was? Ein Leavin Rabaukin. Ah, ein Rabaukin. Du bist weg. Und du auch. Wo ist
sind wir denn hin? Steckt eure Waffen weg. Die Schlacht ist gewonnen. Genau. Genau. Boah, das ist jetzt dein Bursche, der so komisch spricht? Das redet? War mein Bursche, der so komisch spricht. Die Schlacht ist gewonnen. Wir können gehen. Yay. Yeah. Yeah. Hören wir einfach ab. Den haben wir hier. Hui. Kräftig. Nur die Richtung, ne? Treppe runter. Treppe runter. Erbärmlich. Sind das Pfeile oder Flohbisse? Das sind Flohbisse. Denn ich schieße nicht mit Pfeilen, ich schieße mit Flöhen. Kommen wir hier hinter? Nee. Nee, wer kommt hier? Ich habe mit mehr gerechnet. Und dann kam nur das etwas. Ist hier was drin? Ist hier was drin? Nee, ist leer. Es wackelt alles. Flieht vor dem Gott der Zerstörung. Und er hat so eine geile Stimme. Flieht vor dem Gott der Zerstörung. So. Dann bin ich der Gott deiner Heilung. Komm mit. Bin doch schon da. Mein Gott, mein Göttchen. Oh, mein Göttchen. Wir müssen hier lang, hier lang, hier lang. Hier lang, hier durch. Auf in den Krieg. Bin ich falsch abgebogen? Müssen wir hinten rum? Hier rum ist mal Achse. Zittert vor mir, während eure Ebene zu meiner wird. Ich will aber nicht zittern, mir ist nicht kalt. Andasia sollte gleich hinter dieser Tür sein. Ich gebe euch von den Zinnen aus Deckung. Die ganze Zeit rennst du mit und dann haust du ab, oder was? So wie immer. Ob die eine Verräterin ist? Ich kann es mir kaum vorstellen, aber irgendwie... Wäre möglich. Mit allem rechnen. Wo ist denn das hier? Seid bereit, Kalia! Da drüben auf der Mauer, also. Ach, dort. Ihr werdet büßen, Vandasia. Söldner, helft mir, ihm seine Macht zu entziehen. Ich weiß es nicht. Da stehen die Ambitionen drin. Ja. Wir sind bereit. So, unter Ambitionen. Aha, kannst du X drücken. Du wahrscheinlich irgendwas anderes. Dies ist für meinen Bruder! Und jetzt? Der wo ist er, wo ist er, wo ist er, wo ist er? Bei mir direkt ist er. Direkt vor dir. Ist er wieder oben? Jetzt kommt wahrscheinlich hier was Größeres. Auf der anderen Seite? Welche Seite? Ich hab hier Portale. Größeres? Jetzt kommt ein Skamp. Die verarschen, die haben solche riesen Portale, dann kommst du in vier raus. Also normal hier ist das doch nicht. Ah. Warum standst du plötzlich neben mir? Was soll denn das? Kann man das wieder auslösen jetzt oder muss ich erstmal alles töten? Alles töten, ne? Jetzt. Weg. Ich bin betäubt, ich komme nicht weg. Bist du angegriffen? Ich lag am Boden, aber. Ich hab. Was hast du? Aktiviert. Ja, ich auch. Mein Huhn hat ein Ei gelegt. Oh, wieder bei mir, ey. Ja, du bist so an. Was hast du denn für ein Problem? Du kriegst aber Insekten. Was hat der denn für ein Problem? Was sind das denn für Angriffe, was der hat? Kann ich dir trotzdem noch was hinschicken, was noch Schaden macht? Nee, der ist jetzt aktuell geschützt. Und die greifen ihn trotzdem an. Wo ist denn hier was? Keine Ahnung, ich sehe noch nichts. Hinter uns.
Vor allem, ja. als ich gesagt habe, ich sehe doch nichts, habe ich glaube ich auch irgendeinen Dolch in den Rücken gekriegt. Ja, ich habe auch gedacht. Ich hab's gemerkt, ich hab's gespürt, es hat wehgetan. Da ist wieder so ein Atronach. Oh, stopp. Ah, ich möchte das wieder. So. Dieses Schutzschild ist manchmal auch ein bisschen nervig. Kalina wird von Dacia angreifen, wenn ihr das Signal gebt. Wir werden nicht für Verones Dagon sterben. Hast du das Zeichen gegeben? Ich bin dieser Spiel leid. Ihr das Dagons Macht nicht gewachsen. Na komm. Hopp. Hallo. Was hast du zu sagen? Moin. Ihr habt meinen Hohepriester besiegt, Sterbliche. Das war unerwartet. Und bevor er die Verschmelzung abschließen konnte, ungünstig. Meine Kontrolle über diese Ebene schwindet. Doch euer Schicksal ist unausweichlich. Schließt euch mir an oder sterbt, Ambitionen. Dafür wurdet ihr erschaffen. Wir haben Vandasia davon abgehalten, die Ebenen zu verschmelzen und den Weg für Merones Dagon freizumachen. Aber mein Bruder, Destron ist immer noch tot. Ich ließ Destron im Stich. Euch enttäusche ich nicht. Du bist dein Bär hinterher. Der tanzt. Alles klar. Ohne Vandasia oder seinen Meister hat der Kult keine Chance mehr. Da steppt der Bär. Zumindest ist unser Himmel wieder zurück. Habt ihr genug gejammert? Ich muss hier raus. Wir sind noch nicht fertig. Die Merones Dagon gibt's immer noch. Wir müssen noch reden. Also mit Eveline. Hallo, Eveline. Ich kann es kaum glauben. Wir haben Vandasia bezwungen, Sombren und Kalia gerettet und Dagon mit eingekniffenem Schwanz in die Flucht geschlagen. Hat er überhaupt einen Schwanz? Egal, wir haben gewonnen. Destron wäre stolz auf seine Schwester. Sie hat die ganze Schlacht über tapfer gekämpft. Was ist das denn für eine Frage? Hat er überhaupt einen Schwanz? Zum Glück hat er nicht nur mit Eicheln angefangen. Die Kombination von Schwanz und Eicheln hat eine ganz besondere Wirkung. Die werden wir hier aber nicht verraten. Nein. Ich bin mir... So, jetzt aber. Ich bin mir nicht sicher, ob wir Vandasia ohne Sombrens und Kajas Hilfe hätten schlagen können. Ja, ich schätze, Farolupus hatte recht. Wir brauchten dieses seltsame Buch. Ich glaube sogar, es war vorherbestimmt, dass ich es Sombren gebe. Ich konnte kein Wort davon lesen, doch er wirkt die Zauber darin so, als hätte es schon immer ihm gehört. So, jetzt haben wir wieder Auswahl. Sombren hat sich selbst bewiesen, vielleicht kann er etwas Gutes mit diesem Buch bewirken und dabei helfen, die vierte Ambition zu finden. Oder ich bin mir nicht sicher, ob irgendjemand dieses Buch verwenden sollte, nicht wenn es wirklich das Mysterium Xaxis ist. Schwierig. Wollen wir positiv der vierten Ambition entgegengehen oder sagen, Buch doof? Sollen wir ihm eine Chance geben? Aber wenn wir sagen, Buch doof, heißt es Buchverbrennung. Und Maxi Chaotic hat was gegen Buchverbrennung. Kommt aufs Buch drauf an. Wir gehen zur vierten Ambition. Ja. Sombren hat sich gut geschlagen, so viel steht fest. Und ehrlich gesagt bin ich froh, das Buch los zu sein. Sombren scheint zu wissen, wie man damit sicher umgeht. Ich glaube, es ist in den richtigen Händen. Und ich für meinen Teil kann getrost auf schlimme Wachträume verzichten. Nun gut. Dann soll Sombren das Buch fürs Erste behalten. Okay. Elam Drall ist doch dieser Assassine, ne? Ja, vorne steht er. Hallo. Da ist er wieder. Danke für die Hilfe.
Offenbar darf ich zu der ohnehin schon beeindruckenden Liste meiner Errungenschaften hinzufügen, dass ich einem dädrischen Fürsten die Stirn geboten habe. Gourmet, Meisterassassine, begeisterter Wossersattelspieler und jetzt das. Ich schätze, ich muss euch dafür danken, mich da reingezogen zu haben. Ah, gern geschehen. Merunes Dagon wird nicht aufhören, die Ambition fangen zu wollen. Werdet ihr uns weiterhelfen? Nein. Vandasia hat das hier zu einer persönlichen Angelegenheit gemacht. Aber ich versuche mir nicht anzugewöhnen, Leute ohne Bezahlung umzubringen. Das ist schlecht fürs Geschäft. Hm. Ihr tut, was ihr tun müsst. Ich? Ich gehe mir ein gutes Mammutschnitzel mit einer ordentlichen Gemüsebeilage und Hoppla-Käsesoße suchen. Das klingt gut. Nimmst du uns mit? Jetzt würde ich auch überlegen, was machen wir lieber, ne? Essen gehen oder jagen? Lieber essen. Aber gut. Essen ist euch wichtiger als die Bedrohung durch Merunes Dagon? Hey, ich habe nie behauptet, ein Held zu sein. Und trotz unseres Erfolgs heute will ich mich nicht regelmäßig dädrischen Bedrohungen stellen. Doch wer weiß schon, was die Zukunft bringt. Nachdem ich euch bei der Arbeit gesehen habe, bin ich mir sicher, dass wir uns irgendwann wieder bei einem Kontrakt über den Weg laufen werden. Wenn ihr das sagt... Wird's wohl so sein. Bis zum nächsten Mal. Verlasst die Feste Rotmähne. Vorne zeigt da irgendwo eine Tür an. Hier vorne. Das, was noch übrig geblieben ist, an Tür? Ja, hier ist noch eine Tür. Die scheint noch zu funktionieren. Und da geht's auch direkt raus. Wir laufen erst kreuz und quer und dann sind wir direkt wieder draußen. Das ist ja mal richtig schön, ne? Spricht mit Sombrin und spricht mit Kalia. Die stehen natürlich wieder hier vorne. Müssen wir so weit laufen? Ey, seid ihr verrückt? Boah, Nebel. Pfui. Ist das im richtigen Weg? Weiß ich nicht. Das war ein Geräusch. Das war irgendwo ein Eichhörnchen. Ach, ein Eichhörnchen, der muss ertreten. Das weiß ich nicht. Irgendwo hier? Ach, hier stehen sie. Ich hab sie gefunden. Es tut mir leid, was Destron zugestoßen ist. Ich hab sie noch nicht gefunden. Ich bin für euch da. Hier vorne. Juhu, hier bin ich. Ja, danke. Da sind sie. Was habt ihr? Ich will nicht mit Basti sprechen. Wen nehmen wir? Erstmal Sombrin, ne? Hinten ist ein schwerer Sack. Ein schwerer Sack? Hallo Sombrin. Ich bin schon mein ganzes Leben allein. Erst in meinem Gewölbe und dann auf Wanderschaft. Ich hatte endlich eine richtige Familie gefunden. Doch dann ließ ich zu, dass mir ein Teil davon weggenommen wird. Ich verspreche euch, dass ich das nicht noch einmal zulassen werde. Es tut mir leid wegen Destron, aber wir haben Vandasia aufgehalten und Tamriel gerettet. Ja, das glaube ich zwar noch nicht, aber ich soll es ja so sagen. Ja. Für den Moment. Doch ich glaube nicht, dass es vorbei ist. Es gibt noch eine Ambition zu finden. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Merunes Dagon und seine Anhänger uns für immer in Ruhe lassen werden, nach all der Planung, die man in unserer Erschaffung gesteckt hat. Ich glaube, wir gehen fürs Erste in den Tempel zurück. Oh, alle möglichen Texte fragen? Was haben wir denn hier? Was werdet ihr mit Mysterium Xarxes machen? Okay, fragen, was man mit dem Buch macht, ne? Was auch lesen. Ich bin mir nicht sicher. Es gehört Eveli, nicht mir. Ich würde es gern studieren. Herausfinden, ob es einen Weg gibt, die Ambitionen zu befreien und unser Schicksal zu ändern. Doch ich weiß auch, dass es gefährlich ist. Lasst mich ein wenig nachdenken. Anschließend spreche ich mit Eveli. Mit wem auch sonst? Die ist überall dabei. Merunes Dagon meinte, ihr würdet euch ihm anschließen oder sterben. Wir müssen sicherstellen, dass es weder zum einen noch zum anderen kommt. Dädra spinnen große Lügen aus kleinen Wahrheiten, je nachdem, wie es ihnen gerade passt. Das weiß ich nun. Das war Xynas letzte Lektion für mich. Wir werden uns ihm nicht anschließen und ich lasse nicht zu, dass er uns ermordet. Wir müssen uns nur überlegen, wie wir das verhindern können. Jetzt haben wir noch eins. Habt ihr eine Ahnung, wie man die verbleibende Ambition finden kann? Ich frage mich, wer sie ist. Oder er. Ist sie in einem Gewölbe gefangen?
Oder ist ihr die Flucht gelungen, so wie mir? Ich hasse den Gedanken, dass sie allein und schutzlos sein könnte. Doch vielleicht ist es besser, wenn sie im Verborgenen bleibt. Besteht denn nicht das Risiko, dass sie sich selbst vernichtet? Bumm. Richtig. Das hätte ich beinahe vergessen. Ich muss mir überlegen, wie ich Kalia davon abhalten kann, von ihrer stetig wachsenden Macht verschlungen zu werden. Dasselbe gilt für die fehlende Ambition. Ich schätze, ich habe viel zu bedenken und nicht viel Zeit dafür. Na, dann fang schon mal an. Das war's schon mal mit dem. Leb wohl. Und mit Kaya, denke ich mal, machen wir dann das nächste Mal weiter, ne? Okay. Dann wisst ihr sofort, was direkt am Anfang beim nächsten Mal passieren wird. So lange müsst ihr aber warten. Werden wir sie trösten? Werden wir uns über sie lustig machen? Werden wir sie anschreien? Werden wir selber weinen? Das wissen wir noch nicht. Also schaltet das nächste Mal wieder ein. Und bis dahin mögen die Hörner stets nach oben ragen. Tschüssi.